So, zweites Beispiel, Substitution, zweites eigentliches Beispiel. Und hier sehen wir ein Integral über durchaus eine Bruchfunktion. Und zwar interessanterweise hier mit Exponentialtermen unterschiedlicher Exponent. Aber auffallend ist schon, es sind einfache Lineartherme von x. Und naja, die Linearfaktoren sind halt unterschiedlich. Derartige Brüche kommen vergleichsweise oft vor, also öfter als man vielleicht meint. Und zum Glück kann man sagen, gibt es jetzt hier eine Standardsubstitution. Und Sie sehen, wir sind jetzt bereits so weit, dass man es nicht mehr als Standardfall bezeichnen würde, nicht unmittelbar jedenfalls. Man sieht jetzt nicht direkt so eine einfache Verkettung, wo dann die innere Ableitung dasteht. Auf sowas wird man irgendwann auch nicht mehr nur achten müssen, sondern man versucht einfach diesen Term so gut es geht zu vereinfachen mit einer geeigneten Substitution. Und jetzt ist es natürlich klar, hier helfen Potenzgesetze. Wenn man die gut kennt, dann ist man schnell auf der Spur und kann sagen, ich kann das auf jeden Fall mal in eine Form bringen, wo ich nicht zwei verschiedene Exponentialterme habe, jedenfalls nicht innerlich so verschiedene, dass ich da, ich kann ja nur eine Substitution machen, das ist der Punkt, ja. Und irgendwie kann ich nicht zwei verschiedene Terme wegsubstituieren, ja. Insofern, also ganz einfach folgendes: Schreiben Sie das mal so, Integral über Zähler jetzt e hoch x in Klammern hoch 3. Dürfen wir nach dem fünften Potenzgesetz, das ist ein Produkt von Exponenten und sozusagen fünftes Potenzgesetz rückwärts angewendet, dürfen wir einen dieser Faktoren herauspotenzieren, also sozusagen eine Zweifachpotenzierung draus machen. Sie wissen, wenn ich von hier nach da gehe, ich darf die Hochzahlen multiplizieren, x mal 3, also 3x, passt. Unten dann ähnlich, e hoch x nach innen fassen, einklammern und dann quadrieren. Mit anderen Worten, wichtige Erkenntnis, e hoch 2x ist einfach das Quadrat von e hoch x und e hoch 3x ist halt die dritte Potenz von e hoch x, genau das. Minus 1 bleibt stehen, dx. Und jetzt ist es eigentlich, also schon hier, ohne zu wissen, wo es hinführt, eigentlich klar, dass eine Substitution von e hoch x sinnvoll ist. Ob die zum Ziel führt, weiß man normalerweise auch nicht immer gleich auf Anhieb. Aber sie ist sehr naheliegend. Noch eine Sache, das ist mir nebenbei mal aufgefallen. Tatsächlich gibt es eine Definitionslücke dieses Terms. Ganz, ganz wichtig. Die könnte einem leicht, also könnte man leicht übersehen. Und zwar, was man so oft hat, Division durch 0, nämlich da e hoch 0 bekanntlich neutral gleich 1 ist. Wenn ich x gleich 0 setze, habe ich hier 1 minus 1. Ich hätte also tatsächlich, und das ist auch eine nicht heb, na, muss aufpassen, ja doch, ist eine nicht hebbare Lücke, denn der Zähler wird ja 1. Der wird also nicht auch noch 0. Ich habe also dann ganz klar eine Polstelle. Da müsste man mal gucken, wie die genau ausschaut, grafisch. Aber Fakt ist, x ungleich 0 ist eine Vorgabe. Ich schreibe es einfach als Warnhinweis hin. Ist übrigens sogar hilfreich, weil wir werden nämlich gleich sehen, dass wir sonst auch ein Problem bekommen könnten. Ich mache jetzt die Substitution u ist gleich e hoch x hier. Und naja, einfach mal so wie bisher gewohnt, würde man jetzt in die differenzielle Form gehen und sagen, gut, aus u wird du, e hoch x wird abgeleitet, e hoch x dahinter dx. Das ist die schnelle Methode, um jetzt quasi die Differenziale getrennt zu trennen und dann eben auch ersetzen zu können. So, und jetzt kleiner Gedankenschritt, also beziehungsweise kurze Kreativpause, weil man jetzt merkt, oh, diesmal haben wir Pech. Normalerweise bisher war es so, ah, da konnte man genau diesen Term dann auch so, wie er ist, vorfinden und ersetzen durch du. Das geht es diesmal nicht. Ich muss dazu sagen, es würde sogar gehen. Das ist jetzt aber eigentlich gar nicht gewollt. Wenn Sie genau hinschauen, merken Sie, ich könnte von diesem e hoch x hoch 3, das ist ja im Grunde e hoch x mal sich selbst, mal nochmal, ich könnte ja einen von diesen Klammerfaktoren abspalten und dann hätte ich meinen e hoch x dx und könnte es durch du ersetzen. Alles in Ordnung, wunderbar, können Sie machen. Aber jetzt nur in diesem speziellen Beispiel. Es gibt viele andere Beispiele, Fälle, wo das nicht geht und deswegen will ich Ihnen eine ganz wichtige weitere Methode zeigen, der Substitution, die hat es nichts damit zu tun, was genau ich davor finde und ob es am Ende gelingt oder nicht. Aber ich nenne sie, ich weiß nicht, ob das so üblich ist, ich nenne sie Substitution zweiter Art oder Typ 2. Ich
Vermutlich gibt es einen offiziellen Begriff dafür. Im Grunde ist es nichts Neues. Es ist nur eine andere Herangehensweise. Und zwar, wenn ich hier, nehmen wir es mal an, ich fange immer so an und da bleibe ich irgendwie stecken, weil ich dann merke, ich kann ja irgendwie das DX jetzt so nicht ersetzen, EURX, DX, wenn es nicht dasteht. So, dann mache ich einfach, und das können Sie immer tun, Sie können das zur Sicherheit jedes Mal begleitend parallel machen. Warum nicht? Ich muss da weiter ausholen noch ein bisschen. Wenn Sie eine Substitution machen, müssen Sie genau genommen vorher sicherstellen, dass diese Substitution eine möglichst eindeutige Zuordnung zwischen der alten und der neuen Variable erbringt. Ja, was meine ich damit? Wenn ich U als Funktion von X auffasse, ist es ja auch gerne, dann muss das ein monotoner Zusammenhang sein. Und jetzt wissen wir aber schon lange, dass die Exponentialfunktion streng monoton steigend ist und deswegen ist hier schon mal gesichert, dass es für jeden Wert von x eindeutig einen U-Wert gibt und auch umgekehrt. Wenn das nicht so wäre, dann hätten wir Probleme, entweder beim Substituieren schon oder spätestens beim Rücksubstituieren. Also sehen Sie, wichtige Sache. Und dank dieser Tatsache, die meistens gilt, ja, also für wirklich alle üblichen Substitutionen, naja, ein paar Beispiele gibt es noch demnächst. Da passt es mal nicht so ganz. Da muss man dann halt entsprechend agieren. Was können wir machen? Wir können die Substitutionsgleichung umstellen nach der alten Variable, nämlich nach x. Das geht ja leicht. Ich muss ja nur diese Gleichung logarithmieren. Wenn ich das mache, bekomme ich links ln von u und rechts ist gleich ln von e hoch x. Ln e hoch hebt sich auf, also gleich x, Seiten getauscht und schon habe ich x ist gleich ln von u. Ist ja auch völlig klar, Funktion und Umkehrfunktion. Aber was ist jetzt da der Vorteil? Erstmal will ich eins sagen. Allein bereits hier sorgen wir dafür, dass u garantiert positiv ist. Denken Sie daran, x hat im Prinzip, also wenn die Bruchfunktion, wir haben ja gesagt, Definitionsbereich R eigentlich, aber ohne die Null haben wir rausgefunden, dann meinetwegen. Das heißt aber, x darf positiv und negativ sein. Nur indem ich das mache, sorge ich dafür, dass u garantiert nicht negativ ist, weil ein Exponentialterm dieser Art kann niemals negativ sein, auch mit negativem Exponenten. Das ist ein wichtiger Befund. Übrigens, und weil das so ist, ist auch diese Darstellung einwandfrei, denn auch hier für beides gilt, und das steht hier, u größer 0. Und nur wenn u größer 0 ist, ist ja der ln von u überhaupt definiert. Da sieht man also, entweder begründe ich das so oder so. Es ist in beiden Fällen wichtig. Jetzt kommt der Schritt. Jetzt habe ich eine neue Form, wo hier die alte Variable alleine steht und hier ein Term von der neuen Variable. Das erlaubt mir aber, ist egal, ob die jetzt U oder X heißen, natürlich trotzdem die differenzielle Form herzustellen. Wie mache ich es? Wie immer, X wird DX, Term wird abgeleitet, ln U abgeleitet ist 1 durch U, dahinter kommt DU. Jetzt gilt also auf einmal DX gleich 1 durch U, DU. Schaut doch deutlich anders aus als du gleich e hoch x dx. Jetzt, wenn wir uns aber erinnern, ja, unter anderem auch an unsere Betrachtung mit ln und e hoch, also Exponentialfunktion und natürlicher Logarithmus, Stichwort Ableitungsregeln des einen und des anderen. Und da haben wir doch herausgefunden, dass die Ableitung von ln x gleich 1 durch x ist ein und dieselbe Sache wie Ableitung von e hoch x gleich e hoch x. Also dass das ein und derselbe Zusammenhang ist, nur unterschiedlich dargestellt. Ich will jetzt nicht mehr zu weit zurückrudern. Aber ich will Ihnen sagen, Sie können das einfach ignorieren. Sie können sagen, gut, das funktioniert, das kann ich benutzen. Aber bitte sehen Sie, erkennen Sie mit mir gemeinsam, dass das trotz allem genau die gleiche Aussage ist wie das hier. Und das geht hier in dem Fall besonders einfach. Wir müssen doch einfach nur sehen, e hoch x steht hier. Und e hoch x ist ja gleich u. Das heißt, in dem speziellen Fall hätte ich auch statt das zu machen, sagen können, okay, ich will alles durch u ausdrücken. Im Grunde will ich dx durch u ausdrücken und da stört mich dieses e hoch x. Dann ersetze ich es einfach durch u. Da wird da stehen du gleich u dx. Und wenn ich das umstelle nach dx, habe ich dx gleich 1 durch u du. Das ist ein und dieselbe Sache. Nur anders dargestellt. Und jetzt haben wir aber einen Schritt erreicht. Warum? Jetzt haben wir das Differential dx einzeln dastehen. Und das ist natürlich eine tolle Methode, weil ob Sie jetzt dann passenden Faktor haben, ja oder nein, was Sie immer dastehen haben, hundertprozentig ist das Differential dx, also können Sie das auch immer ersetzen.
Und mit der Methode kriegen Sie es garantiert. Manchmal ist die zu umständlich, ja. Funktionieren tut sie immer. Immer. Also wirklich ausnahmslos immer. Manchmal ist die andere schneller, ja. DX einfach ersetzen durch 1 durch UDU. Hier an der Stelle. DX, sehen Sie es? Nee, man sieht es nicht. Auch hier. Ersetzt durch 1 durch U mal DU. Und hier, wie gesagt, EORX ist U, EORX ist U. Dann habe ich nur noch stehen U hoch 3 unten U Quadrat minus 1. Und jetzt sieht man, dass dieser Ausgleichsfaktor, dieser notwendige 1 durch U, gar nicht so sehr stört, sondern in dem Beispiel sogar hilft. Denn der wird jetzt einfach als weiterer Bruchterm hier noch drauf multipliziert. Heißt aber, dass dieser Bruch, und schön, dass wir einen einfachen Bruch bekommen haben, gebrochen, rationale Funktion, dass der sich sogar noch vereinfacht. Wenn ich muss ja einfach nur unten mit U multiplizieren, besser gesagt, ich kann ja kürzen. Ich kann ja eins von diesen U's hier kürzen und dann bleibt da nur noch U Quadrat und das ist weg. Ja, sehen Sie? Eigentlich jetzt so, ich mache da vieles auf einmal mal nicht aufs Orangene schauen, jetzt wird es so dastehen, ja. U Quadrat durch U Quadrat minus 1 und dann du. Und jetzt gibt es, hier, da steht es ja, Entschuldigung, das wäre der Schritt von hier nach da. Und jetzt gibt es halt Dinge, tja, die muss man entweder sehen oder nicht. Also Erfahrungswerte. Eine Sache ist, ich habe es ja so oft erwähnt, aber es hilft ja nichts, man weiß es dann vielleicht trotzdem nicht auswendig. Vor langer Zeit haben wir sogar nachgewiesen, dass die Aria- und Arcus-Funktionen ganz interessante Ableitungen haben. Insbesondere ist die Ableitung von Arcus-Tangens x, ich bleibe jetzt mal bei x, gleich eine der schönsten von diesen Bruchfunktionen da, die wir da so kennen, und zwar 1 durch x² plus 1. Kann man wunderbar herleiten mit der Methode Umkehrfunktion. Aber das kann man, also nach einer Weile weiß man das wirklich auswendig. Ich zumindest dann, ja, und Sie dann auch irgendwann. Und wenn man das weiß, was man braucht bei einer Integralrechnung, ist so ein bisschen Mustererkennung, ja, dann sieht man, Moment mal, wenn da jetzt nicht u Quadrat stehen würde, sondern einfach nur die 1, dann wäre es super. Dann wüsste ich nämlich sofort, oh, jetzt habe ich ein bisschen gepatzt, weil es ist ja leider noch ein Minus und kein Plus, aber das ist nicht schlimm. Dann muss ich halt ausweichen auf den Aria. Jetzt gehe ich mal wieder weg hier. Warten Sie kurz. Habe ich jetzt nicht genau hingeschaut. Tatsächlich muss man den Aria Tangens Hyperbolicus nehmen. In dem Fall. Und wenn man den ableitet, aber dann findet man ganz ähnlich, nämlich tatsächlich, hatten wir auch letztes Mal gesehen, diese Ableitung. Und da meinte ich, das war die Idee jetzt, wenn dieser Term unterm Integral stehen würde, mit U, dann wäre die Stammfunktion der Aria Tangens Hyperbolicus von U. Und jetzt kommt eine Idee, und in der Integralrechnung ist es eine Erfahrungssache, auch in der Differentialrechnung. Wir haben es oft erlebt, dass verwandte Funktionen, also sagen wir mal, viele Funktionen tauchen in ihrer eigenen Ableitung auf, das ist die eine Sache, und damit auch in ihrer eigenen Stammfunktion irgendwie. Aber die andere Sache ist, wenn ich eine Funktion habe und ihre Ableitung kenne, Beispiel Ableitung von ln x ist 1 durch x, dann ist uns mal aufgefallen, dass die Area-Funktionen, waren das die, meine ja, eigentlich modifizierte Logarithmen sind. Das war die Sache. Das habe ich jetzt richtig gesagt, die Ableitung von ln x ist 1 durch x. Und wenn ich einen modifizierten Logarithmus habe, zum Beispiel eine Aria-Funktion, dann ist die Ableitung vermutlich auch eine Modifikation von 1 durch x, also irgendwie so eine Bruchfunktion. In dem Fall hat man jetzt dann sowas. Ja. Aber damals haben wir es noch anders genutzt. Da haben wir gesagt, wenn die hyperbolischen Funktionen modifizierte Exponentialterme sind, dann sind ihre Umkehrfunktionen vermutlich modifizierte Logarithmen. Merken Sie, was ich da jetzt gerade erzähle? Heißt, es gibt immer Verwandtschaften. Wenn ich einen Term habe, wo ich sehe, ganz einfach ist es von A nach B, und dann modifiziere ich diesen Term, dann wird auch das Ergebnis eine modifizierte Version des ursprünglichen sein. Das sind so, wie gesagt, Erfahrungswerte, das kann ich jetzt einfach nur mal ganz grob andeuten. Ich werde es Ihnen aber gleich nachweisen. Nämlich das, wenn da auch nicht 1 durch u Quadrat minus 1 steht, da sowas Ähnliches steht und man dann auf die Idee kommen kann, dass der Aria-Tangens-Hyperbolicus von U in der Stammfunktion zumindest vorkommt. Und es wird nicht immer, aber hier wird es tatsächlich so sein. Ich habe noch vergessen vorhin, leider, ich habe Ihnen gar kein Beispiel genannt für diesen Fall, mit
diesem Sonderfall da. Da gibt es viele. Ne? Also es gibt ja viele Bruchfunktionen, wo man vielleicht auch gar nicht so auf die Schnelle einem das auffällt, wenn da zum Beispiel steht x hoch 3 minus 1 und oben steht x Quadrat. Dass das nämlich zum Beispiel darüber ein Integral fast schon ein Fall ist von der Sorte hier. Und zwar fast, sage ich deshalb, weil wenn ich gucke, was ist denn die Ableitung von Nenner, die wäre ja 3x Quadrat und die Konstante fällt weg beim Ableiten. Jetzt steht da zwar nicht 3x Quadrat, aber das ist eine Kleinigkeit. Da würde ich mir einfach den Faktor 3, den ich gerne hätte, hier hinschreiben. Der ist ja konstant und dann würde ich ihn draußen wieder wegdividieren. Und schon hätte ich dieses Integral gelöst, denn jetzt ist es vom Schema f, also g' durch g. Und tatsächlich ist die Stammfunktion, der Außenfaktor bleibt erhalten, der da, den brauche ich quasi zum Benutzen dieses Schemas. Der wird quasi verschluckt. Also was ich bekomme, ist dann ein Drittel ln vom Nenner, ja, Betrag des Nenners plus c. Sehen Sie, also so erstaunlich oft dann doch, gerade auch bei Bruchfunktionen, kann man das anwenden. Aber halt auch nicht immer. Und deswegen, da guckt man schon immer hin. Also da guckt man, aha, aber das ist ja uneigentlich, also unecht gebrochen. Ne? Da kann es nicht sein, dass der Zähler die Ableitung von n ist. Aber wenn da u gestanden hätte, hier, einfach nur u, dann wäre es schon wieder von dem Typ. Gell? Wenn das also weg wäre, dann würde ich sagen, gut, da baue ich mir so einen Faktor 2 einfach hin, dann passt es, dann ist der Zähler die Ableitung von n, Ausgleichsfaktor 1,5 draußen, passt es wieder, 1,5 mal 2 ist 1 und dann wäre die Stammfunktion 1,5 ln von Betrag u Quadrat minus 1. Wie man sieht, also kleine Details können auch ganz gravierende Änderungen bewirken. Hier ist es halt ein bisschen anders. Ich weiß, ich kann ja auch viel drum herum reden, was es für Tricks und Kniffe gibt. Im Moment ist es eher am besten, wenn wir ein Beispiel nach dem anderen machen und sie dann einfach sehen, wie man vorgeht. So, und jetzt mache ich, ich mache eine Pseudo-Partialbruchzerlegung. So eine Art. Auch nicht wirklich. Also ich mache einfach eine Zerlegung dieses Bruchs, sodass ich was Einfaches bekomme. Und da gibt es einen Trick. Wenn Zähler und Nenner sehr ähnlich sind, dann kann man das so ein bisschen hinbiegen. Dann kann man den Zähler so anpassen, dass er dem Nenner gleichkommt. Das ist der Trick hier. Den müssen Sie nicht benutzen. Sie könnten es tatsächlich auch, ach übrigens, Polynomdivision wollte ich sagen. Habe es falsch formuliert. Ist gar keine Partialbruchzerlegung, weil es ja unecht gebrochen ist. Ist eine Polynomdivision. Aber schnelle Methode. Ja? Wenn Sie es nicht sehen, machen Sie es gerne. Der Bruch ist nicht einfach genug, um ihn direkt zu integrieren. Und aus dem Grund brauchen Sie eine Polynomdivision, weil es unecht gebrochen ist. Jetzt sind wir auf der richtigen Spur. So, und ich baue mir das so hin, dass da u Quadrat minus 1 steht und dann ziehe ich die 1, also die 1 ziehe ich ab und dann addiere ich sie wieder drauf. Ich habe das nur eingeklammert, damit Sie sehen, jetzt kann ich den Bruch zerlegen. Das Vordere ist gleich dem Nenner, also Gleiches durch Gleiches gleich 1. Dann kommt plus zweiter Teilbruch, 1 durch u Quadrat minus 1. Und schon haben wir es. Und schon ist klar, es stimmt. Es ist so gut wie das, was wir gerne hätten, nämlich 1 durch u Quadrat minus 1, da vorne steht nur noch eine 1. Jetzt kann ich das wieder gliedweise integrieren, kann sagen Integral über die 1, trivial, Integral du. Und dann aber aufpassen, jetzt muss ich sagen, ich habe auch da vorhin selber gerade einen kleinen Fehler noch gemacht, da hätte noch ein Minus gefehlt. Ich schaue dann auch nach, ne, im Ernstfall. Ich weiß nicht alles auswendig, ob da vorne oder hinten u Quadrat steht. Tatsache ist, es sollte besser dastehen, 1 durch 1 minus u Quadrat, dann ist die Stammfunktion davon der Area Tangens Hyperbolicus u. Und weil es hier aber vertauscht dasteht, kleiner Trick, aus dem Plus mache ich ein Minus, dafür tausche ich hier die Glieder. Ich würde da schon auch eine Formelsammlung dann in dem Fall zur Hilfe nehmen oder halt einen Hilfshinweis. Minus Integral 1 durch 1 minus u Quadrat du und jetzt ist ein Standardintegral. Jetzt kann ich sagen, das wird u integriert und das wird minus Area Tangens Hyperbolicus von u, durch Nachschauen in der Formelsammlung. Plus c. Dabei muss man jetzt aufpassen, also sowieso, da müssten Sie vielleicht selber nochmal in die Aufgabe 83 reinschauen, unsere kleine Integralformelsammlung quasi. Da hatte ich die Angabe gemacht, dass von der Bruchfunktion die Stammfunktion diese ist. Lassen wir mal das Minus außen vor. Und da gilt, jetzt muss ich mich selbst erinnern, dass es stimmt, ja richtig, dass tatsächlich
die ja das Argument vom Areatangens Hyperbolicus eigentlich, jetzt meine ich, zwischen minus 1 und 1 offen liegt. Das müsste man eigentlich fast nochmal herholen. Glauben Sie es mir? Für diese Funktion gilt, das ist quasi der Definitionsbereich, da gilt, jetzt übertragen auf U, dass Betrag U kleiner 1 sein muss. Und ich sage jetzt aber, bei uns heißt das, dass U zwischen 0 und 1 liegt. Und warum? Weil ich, das darf man nicht vergessen, mich erinnere, aufgrund unserer Substitution haben wir dafür gesorgt, dass U größer 0 ist. Da es also nicht negativ sein kann, kann ich hier die Betragsstriche weglassen, aber besser gesagt die Fallunterscheidung weglassen. Denn das hier heißt ja, dass U zwischen minus 1 und 1 liegt und jetzt kann es eigentlich nur noch zwischen 0 und 1 liegen, offen. Na, die 0 ist ja auch verboten. Und damit, das ist also die korrekte Vorgehensweise. Und das, jetzt habe ich es nämlich besonders wichtig, war das deshalb, weil Sie müssen zurückschauen in die, oder in die, schauen Sie die Formelsammlung, da steht es drin. Die Stammfunktion dieses Bruchs ist nämlich zweigeteilt. Sie besteht im Innenbereich aus dem Areatangens Hyperbolicus U und im Außenbereich eigentlich für Betrag U größer 1, aber bei uns heißt es U größer 1, weil positiv. Da ist es der Area Cotangens Hyperbolicus. Das ist nun mal so. Ne? Das ist jetzt speziell bei einigen wenigen solchen Funktionen. Da ist die Stammfunktion im Innen- und Außenbereich besitzt einen unterschiedlichen Term. Naja, das ist jetzt alles schon so ein bisschen, wie Sie sehen, so die unangenehmen Begleiterscheinungen. Aber nicht vergessen, wir müssen noch zurücksubstituieren. Ganz einfach, U wieder durch E hoch X ersetzen. Habe ich überall gemacht. Und jetzt ist ja schön, weil jetzt darf ich meine Bedingung diese hier nochmal anpassen. Ich muss sogar. Ich muss jetzt mich fragen, oder wir gemeinsam, wenn U zwischen 0 und 1 liegt, welchen Wert hat oder welchen Wertebereich hat dann X? Das geht auf zwei Arten, ja. Aber am besten hier schauen. X ist ja der Ln von U. Jetzt habe ich den, also X ist jetzt der Ln einer Zahl zwischen 0 und 1. Wir erinnern uns, der Ln von 0 ist nicht definiert, aber von knapp über 0 ist er stark negativ. Und wenn ich die 1 erreiche, dann ja, habe ich x gleich Ln von 1, also wird er 0. Das heißt, der Ln, wenn ich u von 0 bis 1 anwachsen lasse, von offen, ne, von knapp über 0 bis knapp unter 1, dann wird mein x von stark negativ anwachsen bis 0. Und ich schreibe, das heißt, transformiert heißt diese Bedingung, dass x kleiner 0, also negativ sein muss, denn die 0 darf es gar nicht erreichen. Das liegt aber wieder an dieser Bedingung. Von dem her, und auch hier sieht man es natürlich, ne, weil u wird ja nicht ganz gleich 1, also wird auch der ln nicht ganz 0 werden, er wird negativ bleiben. Entschuldigung, x wird negativ bleiben, genau, der ln von u. Sehen Sie, und da unten, das gehört auch noch dazu, da steht U größer 1, hier wieder einsetzen, der Ln einer Zahl größer 1 ist natürlich größer 0, also positiv. Jetzt haben wir es wunderschön, viel schöner als hier, ne? Haben wir tatsächlich diese Terme für die Stammfunktion unserer Exponentialbruchfunktion oben und haben eine schöne Unterscheidung. Dieser Term gilt im negativen x-Bereich und der gilt im positiven x-Bereich.